Neues aus der Brutzelküche mit Luise Koschinski. Das riecht aber herzhaft lecker. Aber dieses Gericht, das werde ich euch das nächste Mal präsentieren. Hallo, liebe Küchenfreunde zu Luises Brutzelküche. Heute ein besonderes Gericht, was ich euch bereiten will für den schmalen Geldbeutel. Nehmen wir an, ein Verwandter von euch hat Geburtstag, bei mir ist der Herbert, der heute Geburtstag hat. Und da habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar, warte, muss ich mich kurz hier mal runterbücken. Machen wir heute Bückling auf Torte. Deswegen heißt der Fisch schon, weil man den vom Boden immer aufheben muss. Bückling-Torte heute. So. Wie das Rezept geht, werde ich euch jetzt zeigen. Zunächst eine Torte, die habe ich schon vorbereitet. In den Ofen bei 250.000 Grad. So, ist ja gut geworden. Sehr lecker geworden, die Torte. So, dann kann man hier alles ausmachen, so, damit der nicht Strom verbraucht alles. Kostet ja auch Geld, nicht wahr? So, nur so. Wie gehen wir das jetzt an? Zunächst einmal öffnen wir den Bückling bzw. die Schachtel davon. Das ist ein ganz leckerer Fisch, ist das. So, dann raus mit den Kollegen. Und jetzt müssen wir ihn filetieren. Lecker. Jetzt haben vier gleiche Stücke da. So, und die werden jetzt, könnt ihr euch vorstellen, auf die Torte gelegt. Hier kann man gut sehen. So. Lecker. Oh, das wird der Herbert sich aber freuen. Haha, den Kopf hier hin. So. So, jetzt machen wir noch ein bisschen, weil er ja Geburtstag hat, ein paar nette Buchstaben drauf, die man dann anzünden kann. Und zwar heißt das Happy. So, damit er sich auch freuen tut, der Herbert. So, und den stecken wir hier rein in den Wanst und hier auch. So. Und fertig ist die schöne Bückling-Torte. Gute Sachen da drauf. Da kann man eventuell noch die Kerzen anzünden, wenn man das möchte, weil ja auch Geburtstag ist heute. Und somit wünsche ich euch viel Vergnügen beim selber Nachmachen. Auspusten muss er nicht, der Blödmann. Herbert, ich habe dir eine Torte fertig gemacht. Lecker, 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 lecker.